Voilà. Dann sind wir wieder hier. Hier haben wir dann den kleinen Gang hier rüber und da wird dann die Küche sein. Das heißt, hier mal das Birnenholz und jetzt sag bloß, das ist das Falsche. Oh Gott, ich bin so ein Arsch. Alter, bin ich behindert. Oh Gott, oh Mann. Der Moment, wenn ein Faceball nicht genug ist. Alter, ich hab den Glauben an die Menschheit verloren. Oh je, das wird kritisch in den Kommentaren hageln. Alter, ich glaub's nicht. Ich hab das falsche Holz gesammelt. Oh Gott. Nein. Fuck, bin ich am Arsch. Tja, wenn ihr mich jetzt steinigt, dann tut ihr das zurecht. Oh Mann, ich war selten so verpeilt wie jetzt. Naja, immerhin positiv sehen wir. Wir haben jetzt jede Menge Birnenholz, das wir nicht brauchen. Yay, wir haben Feuerholz. Naja, das haben wir dann ja eigentlich hier unten rumgenommen. Ernsthaft. Und Apfelholz haben wir aber auch keines mehr, gell? Nö. Dann müssen wir jetzt Apfelholz abhacken gehen. Yay, ihr freut euch sicherlich. Ganz bestimmt. Aber das haben wir zum Glück hier vor der Haustür, da müssen wir nicht mehr so weit laufen. Oh Mann, das ist mal wieder so typisch. Oh Gott. Oh Mann. Ah, Scheiße. Aber das kommt davon, wenn die Aufnahmen zu lange auseinander liegen. Ich war mir ernsthaft sicher, dass wir da jetzt Apfelholz abgebaut haben. Aber nee. So viel zu meinem professionellen Ge-YouTube. Also das ist ja ganz schlimm. Oh Gott. Aber das ist mal wieder typisch. Ich bin immer so verpeilt. Und das passiert mir auch im echten Leben. Also das ist kein Problem. Also mir passiert ständig irgend so ein Kappes, wo ich mir denke, Alter, ernsthaft. Ganz schlimm, ganz schlimm. Das ist nicht das, was wir brauchen. Egal. Ich will jetzt keine halben Bäume da rumstehen lassen. So. Haben wir jetzt keine Apfelbäume mehr hier? Ah, da drüben sind noch welche. Und dann müssen wir wieder die Saplings einsammeln, denn die müssen wir natürlich wieder anbauen. Und das Schlimme wäre jetzt, wenn da so ein Blitz einschlagen würde in diese Bäume, in diesem Wald hier und alles abbrennen würde. Das wäre natürlich sehr schade. Aber das Risiko gehe ich ein. Meinetwegen soll doch alles abfackeln. Ist sowieso das falsche Holz. Da kann jetzt diese fröhliche Mittelalter-Gedudelmusik auch nichts mehr machen. Aber immer wenn ich so diese Musik höre, okay, die jetzt vielleicht etwas weniger, es gibt ja noch viel tollere akustische, erzählende Musik aus dem, also aus der Neuzeit jetzt geschrieben, aber die so vom Mittelalter handelt. Vielleicht ein bisschen mehr mit Rock drinnen, oder auch Metal ab vorzugsweise, und es gibt die dann auch, die das wirklich akustisch machen, also mit Dudelsack, einer Mandoline oder einer Leier und so. Wirkliche Mittelalter-Marktmusik. Die finde ich so geil, also ganz ehrlich, die feiere ich ein wenig. Und da habe ich dann immer Lust auf so einen Mittelaltermarkt zu gehen. Ich war da ja auch schon ein paar Mal auf ein paar verschiedene Dinge. Habe auch eine Zeit lang Reenactment betrieben. Und zwar nicht vom Mittelalter, sondern von Wikinger um der Jahrtausendwende. Das heißt, ich habe da wirklich eine Rüstung gemacht. Ich habe das Lagerleben nachgespielt mit selbstgemachter Rüstung, Ding, alles nach authentischem Vorbild. Zum Beispiel hatte ich als Bewaffnung ein Schwert aus einem Fund in Dänemark. Ich weiß nicht mehr, wie heißt diese Hügelkette da? Irgend so ein Hügelteil, so eine Hügellandschaft, wo man das gefunden hat, das von 960 kam ungefähr datiert wurde. Ist so ein typisches Wikingerschwert halt. Und dann habe ich ein Sachs aus Heiterbu, auch um die Jahrtausendwende, ich glaube 1060 oder 1016, ich bin mir da nie ganz sicher. Das hatte ich dann noch. Dann noch einen Nasalhelm, das Kettenhemd habe ich selbst geflechtet. Alter, habt ihr mal ein Kettenhemd geflechtet? Boah, das war eine lange Lage. Das kann ich euch sagen, das hat ewig gedauert. So ein Kettenhemd, das ist schon eine Arbeit für die Ewigkeit. Aber es war dann auch hier in unserer Nähe, ist eine kleine Stadt aus dem Mittelalter. Ist nicht die Hauptstadt. Oh, jetzt kommt es wirklich zu einem schweren Gewitter. Ich muss flüchten. Hier nehmen wir doch mit, was wir mitnehmen können. Und da komme ich dann mal später nochmal rauf, denn ihr seht jetzt wirklich gar nichts mehr. Das will ich euch auch nicht antun. Das ist so eine kleine mittelalterliche Stadt, wo zur Adventszeit immer
sehr cool, ein Mittelalter-Markt abgehalten, kein Markt, ist einfach ein kleiner Dorfmarkt, da leben ja nur auch, keine Ahnung, 5 Schafe und 3 Menschen. Und da gibt es dann immer den Wikingerverein, bei dem ich dann auch dabei war, ein Reenactment-Verein, der auch mit, also nicht nur Wikinger, sondern auch Mittelalter, also der Großteil ist eigentlich wirklich Leute aus dem Mittelalter. Und die lagern da dann immer so 2 Tage die Woche. War ich dann auch dabei und habe nebenbei einfach ständig das Kettenhemd gemacht. Und wenn er wirklich 6 Stunden am Tag ran sitzt, erstens ist es eine extrem geile Atmosphäre. Sitzt du da, warst wirklich gewandet, also mit authentischer Kleidung, in so einem Winterpelz gehüllt, mit so einem Mantel am Lagerfeuer, das Dreibein drüber, so ein Gitterrost mit selbst angebratenem Fleisch, hausgemachtes Brot nach Rezept vom Mittelalter, das ist wirklich, das ist einfach Stimmung, so am Lagerfeuer, man erzählt sich Geschichten, man spielt das Wikinger-Schach, ich vergesse den Namen ständig, ich habe mir das einfach nicht gemerkt, ich kann das auch gar nicht spielen. Das ist so eine Art Schach, kann man sagen. Das haben die Wikinger damals auf langen Überfahrten in die Holzplanken ihrer Schiffe geritzt und dann mit Steinen drauf gespielt. Und es geht darum, einen König zu besiegen. Und damit haben sie nämlich ihre mentale Stärke versucht, zu trainieren. Das wurde dann auch nachgespielt mit handgeschnitzten Figuren, die da einer daraus gemacht hat. Das sind so aus Speckstein, die kann man ganz leicht selber schnitzen. Wirklich sehr geile Atmosphäre, das ist wirklich eine der schönsten Adventserinnerungen von mir. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, einfach top. Und da sitzt du dann einfach wirklich lange dran an so einem Kettenhemd. Hat sowieso lange genug gedauert, bis ich draufgekommen bin, wie man den dann richtig zusammendreht. Ich habe dann auch schon handelsübliche moderne Zangen genommen, denn mit den Händen oder der eine hat er schon eine authentischere Zange aus dem Mittelalter, mit der man sie festhält. Aber ganz ehrlich, die war mir zu ungeschickt. Und damit konnte ich wirklich nichts anfangen. Und ich hatte die ja auch nicht immer parat. Da war ja auch nicht immer dabei. Das sind nämlich alles Leute, die arbeiten. Man glaubt es nicht. Man denkt sich, das sind so Kasper, gleiche No-Lifer wie hier, die Gamer. Aber tatsächlich war das wirklich, das ist wirklich eine sehr geile Truppe geworden. Liegt mir ja auch heute noch sehr nah. Ich würde so gerne weiter mit denen mitmachen, aber ich bin jetzt im Ausland beim Studieren und da habe ich leider nicht genug Zeit für den Verein. Das ist wirklich schade. Und ich habe jetzt auch die ganze Ausrüstung alles hier. Und tja, das kann ich natürlich nicht immer im Zug alles hin und her führen. Stell dir vor, da rennt einer vollgerüstet rein mit Schwert, Schild, Speer und Sachs. Alter. Ich glaube aber immerhin, du würdest Sitzplätze angeboten bekommen. Das, glaube ich, wäre dann weniger das Problem. Wäre sicher witzig. So, haben wir hier noch Saplings oder etwas? Nö, dann gehen wir wieder ein paar Sätzen. Ist das eigentlich bei euch in Deutschland? Bei uns heißt setzen, scheißen gehen. Also wenn ich sage, ich setze eine oder einen setzen, dann heißt es aber ordentlich einen in die Schüssel drücken. Das ist im Internet nur so leichte, ich habe gefurzt, sondern schon wirkliche, Alter, pff, kurz vor der Zwangsevakuierung. Klopft dann der ABC-Schutz an der Haustür. Ja, nee, das sind wirklich... Es ist einerseits ein bisschen besinnlich, aber man flüchtet komplett aus dem Alltag, man fährt so schnell runter, also das ist wirklich so entspannend und einfach toll. Und wenn dann die Kinder vorbeikommen mit ihren großen Augen, wenn du ihnen das Schwert ziehst und ihnen die Hand drückst, die fallen vom Glauben ab und wechseln in den nordischen Mythologie-Glauben, das ist natürlich unser Hauptziel. Ja, und auf diesem Weg bin ich dann eigentlich auch auf meinen Let's Play-Namen gekommen, nämlich Torgir. Das war dann nämlich so, dass wir tatsächlich im Lager uns alle mit alten Namen angesprochen haben. Also der eine hatte da ist so ein kleines Handbuch, da standen die schönsten isländischen Sagen rein. Und da waren dann alle Namen aufgeführt, also die da wirklich vorgekommen sind. Das sind also wirklich authentische Namen mit Funden oder beziehungsweise aus... Ui! Das ist mir jetzt auch noch nie passiert, sondern mit... durch mündliche Überlieferung, also die es wirklich gegeben hat anscheinend. Und da haben wir uns dann alle ein paar rausgesucht und uns dann auch auf dem Markt so genannt, einfach weil es witzig war. Tja, mir hat der Torgir eigentlich ganz gut gefallen. Die Saga dazu, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Saga das überhaupt kommt. Muss aber eine coole gewesen sein. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt? Gar nicht mal so viel.
Ja, wir sind auch die längste Weile nur rumgelaufen und ich habe über Wikinger erzählt und habe Zeppelins eingesammelt. Wie viele FPS habe ich denn gerade? Das zieht ziemlich runter gerade. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich im Hintergrund noch hochlade. Ja, was ladest du denn hoch? Ich lade Star Wars Battlefront 2 hoch gerade. Jupp. Bei dem Thema waren wir ja schon. So, und jetzt, da ich extra so viel Birnenholz habe, das ich nicht brauche, bin ich so frech, gehe jetzt den Weg länger, um mir dieses Holz zu holen, das wir dann einsetzen da drüben. Da nehme ich jetzt das gute Apfelholz. So, das schmeißen wir hier drauf. Erde, nee, Erde ist zu kostbar. Da haben wir nur 5 Stück, von denen haben wir 5000 Stacks. Ja, so habe ich mal wieder was erzählt aus meiner jahrelangen Erfahrung. Ich bin ja jetzt auch schon fast 80, also ich sterbe bald. Und da will ich euch natürlich jetzt so viel wie möglich noch mitgeben. Würde man nicht glauben, was so manche Menschen alles machen für seltsame Dinge. Wenn mir einer von euch früher erzählt hätte, bevor ich damit angefangen habe vor ein paar Jahren, dass er in der Freizeit auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten als Wikinger verkleidet am Lagerfeuer sitzt, dann hätte ich den für behindert erklärt, ganz ehrlich. Aber mittlerweile ist mir das wirklich ans Herz gewachsen, das Reenactment. Eigentlich, wir machen dann auch Schaukämpfe, vor allem Freikampf machen wir auch sehr viel, aber ich bin da nicht so. Es ist ganz cool, das sicher, macht jeder gerne, das ist einfach so eine Männerdomäne, das ist wirklich geil, aber ich bin dann eher der, der sich auf das Lagerleben freut. Da habe ich viel mehr Freude. Auf das Zusammensitzen, miteinander grillen. Der eine, der sogar Met braut. Da kann man, also es gibt bei uns die Prüfung fürs Bierbrauen. Da kann man dann so ein Ding machen, wie heißt man das? So ein, nicht Abzeichen, so ein Lehrkurs. Muss ich nur schnell schauen. Okay, falsch, perfekt. Genau so, wie ich es nicht haben wollte. Alter, das stimmt mir gar nicht zusammen, das Eck. Wie mache ich das denn jetzt? Wie habe ich das denn da drüben? Nur mal kurz schauen. Moment. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, wird nichts helfen. Wird ein bisschen seltsam aussehen am Ende, aber was soll's, kann ich auch nichts für. Doch eigentlich schon, aber ich sag's jetzt einfach so.